Ja, einen schönen guten Abend, verehrte Gäste, verehrte Mitglieder der AfD. Es freut mich außerordentlich, dass die AfD Bogenkirchen wieder so ein toller Publikumsmagnet ist, wie Sie sich vorstellen können. Dass es zu dieser Veranstaltung heute kommen konnte, hat natürlich auch einiges an Mühe bedeutet. Und ich möchte mich bei den Helfern, vor allem bei Iris Dandjulowski bedanken, die die ganze Einladung gehandelt hat und dafür gesorgt hat, dass sie auch heute kommen konnten. Auch beim restlichen Vorstand des KV Köln möchte ich mich für die tatkräftige Unterstützung bedanken. Nun zu unserer Referentin. Sie wissen alle schon, dass wir heute eine ganz besondere Persönlichkeit hier begrüßen dürfen. Die Dame hat Geschichte und Philosophie studiert an der Universität Wien, in meiner Heimatstadt, wenn ich das bemerken darf. Sie war viele Jahre Abgeordnete zum Niederösterreichischen Landtag und in vielen Funktionen der Freiheitlichen Partei in Österreich. Seit 2002 ist Frau Rosenkranz Abgeordnete zum Österreichischen Nationalrat. Ja, Sie haben richtig gehört. Österreich hat einen Nationalrat. Das arme, zugrunde gerichtete Deutschland hat nicht mal eine Nationalmannschaft. Applaus 2010 war sie Kandidatin für das Amt des österreichischen Bundespräsidenten und hat als zweite nach dem amtierenden Bundespräsidenten einen großen Achtungserfolg hingelegt. Als Beruf gibt sie an Hausfrau. Ja, und das ist nicht nur Bescheidenheit, denn sie hat eine beispielhaft große Familie. Sie hat mit ihrem Ehemann 10 Kinder und da ist man natürlich auch beruflich Hausfrau. Ja, ich weiß nicht, wie sie das alles macht, aber sie hat auch mehrere Bücher geschrieben und der Titel eines dieser Werke ist auch Thema des heutigen Vortrages: Wie das Projekt EU Europa zerstört. Frau Barbara Rosenkranz. So, bevor ich das Wort jetzt an Frau Rosenkranz gleich übergebe, nochmal im Namen des Kreisverbandes Köln ganz, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitstreiter. Schön, dass Sie hier sind, schön, dass Sie so zahlreich hier sind. Ich sehe benachbarte Kreisverbände und uns ist es immer ein Anliegen, ein wenig darüber mitzubekommen, wer kommt hierher. Darf ich kurz fragen, wer ist Gast heute? Also wer ist einfach mal hier, um als Gast dabei zu sein? Das ist wunderbar, vielen Dank. Wobei ich jetzt nochmal die Frage habe, wer ist unter den Gästen kein AfD-Mitglied? Also wer interessiert sich für die AfD? Oh, da sehe ich auch eine große Anzahl. Ganz herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Es hat jetzt ein bisschen gedauert, wir haben nochmal uns gestärkt, aber jetzt geht es wirklich gleich los. Schön, also ich denke, dieser Termin, dieses Thema kann aktueller nicht sein. Heute in 10 Tagen werden die Briten darüber abstimmen, ob sie in Europa bleiben. Und ich denke, vor dem Hintergrund ist das Thema, zu dem Frau Rosenkranz jetzt spricht, hochaktuell. Wir freuen uns auf Ihre Einsichten und Ihre Darstellung. Und zum Ablauf sei noch ganz kurz gesagt, wir hatten im Kreisverband beschlossen, dass wir heute Abend hier ein kleines Schwein rumgehen lassen und sammeln für die Jugendorganisation in Köln, die Junge Alternative, deren Sprecher und Vorsitzender Carlo heute hier ist. Also schön, dass die Junge Alternative ja auch zahlreich vertreten ist. Schön, dass Sie als Gäste, als Mitglieder da sind. Und ich übergebe an Frau Rosenkranz und freue mich auf einen interessanten Vortrag. Vielen Dank. Sehr verehrter Landsmann, Herr Dr. Wanitschek, Frau Hochmann, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich für die Einladung. Das ist ein bisschen wie so ein Elixier für mich, schon sehr lange in der Politik, mal so 20 Jahre Abgeordnete. Und jetzt spreche ich zum zweiten Mal bei der AfD und ich muss Ihnen gratulieren. Es ist großartig, welch Geistesaufbruchs und welcher politische Wille zu diskutieren und jetzt wirklich die Dinge in die Hand zu nehmen und zu ändern, da zu spüren ist. Lauter ordentliche Leute, die aber auch diskutieren wollen,
die nicht glauben, dass eh nichts mehr geht. Das ist ja das Schlimmste, was passieren kann, die Lethargie zu sagen, eh schon wurscht. Ich freue mich sehr, hier zu sprechen. Ich werde sozusagen einen Impulsvortrag halten und freue mich dann ganz besonders auch auf die Diskussion. Das Buch, das ich 2014 herausgebracht habe, heißt Wie das Projekt EU Europa zerstört. Es hat mich eigentlich immer verbittert, dass wenn man Kritik an der EU geübt hat, Sie werden das alle aus eigener Erfahrung kennen, man auf der Stelle ins Eck des Anti-Intellektuellen, des Verbohrten, des Uneinsichtigen, des Provinziellen gedrängt wurde und vor allem des Anti-Europäer. Und das bin ich ganz und gar nicht. Ich habe gedacht, jetzt schaue ich mir das einmal an und prüfe das jetzt wirklich einmal ganz kritisch nach. Hier und da muss man sich selbst auch kritisch überprüfen, ob die Haltung gegen die EU zu sein, ob das standhält der Behauptung, sozusagen, wie es auch immer heißt, ein glühender Europäer zu sein. Und ich wurde durch die intensiven Recherchen, die ich in diesem Buch getätigt habe, über die Geschichte der EU, über die Möglichkeiten, über das Verfahren, ich wurde darin bestätigt. Heute, nach der Arbeit an diesem Buch, glaube und sehe mich bestätigt, das heißt glaube, bin ich überzeugt davon, dass Europa diese EU nicht verdient hat. Und wer Europa sozusagen retten will und Europa einen starken Platz in der Welt einräumen will, der muss notgedrungen an dieser EU, je länger sie währt, desto mehr Kritik üben und eine radikale Umkehr fordern. Ich werde meinen Vortrag an drei Paradigmen ausrichten. Das eine heißt, EU ist nicht Europa. Das zweite heißt, eine Politik der Alternativlosigkeit gibt es nicht. Politik ist eo ipso immer die Auswahl zwischen mindestens zwei Möglichkeiten, offensiv, defensiv, meistens aber zwischen den verschiedensten Alternativen. Wer von seiner Politik behaupten will, dass sie alternativlos ist, der will sie vor Kritik schützen, weil sein Argument für alternativlos erklärt, der scheut die Debatte. Mehr ist das nicht. Und zum Dritten werde ich im Auge haben, und das sollte man am Schluss vielleicht beantworten können, ob die EU die von ihr selbst gewählten Zielsetzungen, nämlich Frieden, Freiheit und Sicherheit und Wohlstand zu schaffen, ob diese Zielsetzungen mit dieser Politik erreicht werden oder eher nicht. Zum Ersten, die EU ist nicht Europa. Haben wir alle in der Schule gelernt, wir wissen, Europa hat eine lange, großartige Vergangenheit, geht weit zurück, prägend, das Altertum, die Antike, hinauf ins Mittelalter, große Reiche, immer wieder verändert, transformiert, immer wieder als Hervortreten kleinerer Gruppen und Staaten. Europa hat eine vielfältige Geschichte und das Bild, das sozusagen zielgerichtet ein zerstrittenes, zerfetztes Europa jetzt endlich im Hafen ist und mit der EU eine friedliche Organisation gefunden hat, das ist völlig falsch. Die Geschichte ist meines Erachtens übrigens nie zielgerichtet, sondern es ist immer jede Entwicklung möglich, immer Entscheidung der handelnden Personen. Und es wird möglicherweise unseren Nachgeborenen so vorkommen, als ob die Zeit der EU nicht eine Zeit der Erfüllung, sondern des Niedergangs gewesen sein könnte. Ich denke, auch geografisch ist das schwer in Frage zu stellen. Die EU hat angefangen als eine Vereinigung vor allem des westlich orientierten Europas, des atlantischen Europa, und gerade das Russland, das in vielen Phasen der europäischen Geschichte ein völlig gleichberechtigtes und aktiv mitspielendes Mitglied des europäischen Konzerts der Mächte, so hat es die europäische Zusammenarbeit im 19. Jahrhundert geheißen, gerade das Russland, das jetzt nicht ist, führt meines Erachtens auch zu gefährlichen Situationen und zu Spannungen, die auch für uns nicht sehr erfreulich sind. Europa ist viel mehr als diese EU. Die Frage ist vielmehr, ob diese EU den europäischen Gedanken nicht nur nicht gut repräsentiert, sondern in manchen Punkten und Belangen ihm eigentlich geradezu zuwiderhandelt. Ich bin Historiker, wie vielleicht gesagt worden ist, ich muss
einen kurzen Exkurs durch die Geschichte machen, weil er natürlich auch viel hergibt. In Europa hat es von Anfang an, selbstverständlich, mindestens zwei ganz deutlich oppositionelle Ziele und Projekte gegeben. Dass nach dem Zweiten Weltkrieg es klar war, dass es in irgendeiner Form eine europäische Zusammenarbeit geben muss, die vor allem auf einem Ausgleich und einer Aussöhnung Deutschlands und Frankreich beruht, ist allen bekannt. Aber wie das nun genau ausschauen soll, darüber gibt es von Anfang an lange Zeit, also 20 Jahre danach noch, ein ganz entscheidendes Ringen, welche Variante jetzt zum Zug kommen würde. Um es grob zu skizzieren und dann also mit den anderen Personen auch noch zu unterlegen, das eine ist die Vorstellung eines Bundesstaats, einer weitgehenden Deklassierung und Zurückschraubens der Nationen und der Nationalstaaten, des Europas, der Vereinigten Staaten von Europa. Das ist also die eine Zielvorstellung, die von Anfang an ganz stark im Spiel war und sich also bis zu diesem Zeitpunkt jetzt aber stark durchgesetzt hat, obwohl man zum Schluss sehen wird können, dass es auch jetzt und jetzt gerade erst recht wieder Gegenbewegungen gibt. Und das andere ist die Vorstellung eines Zusammenschlusses weitgehend souveräner Nationalstaaten, die koordinieren, die ihre Politiken koordinieren und auf internationaler Ebene gemeinsam auftreten, aber nur das an Souveränität aufgeben, was unbedingt notwendig ist. Die führende Figur dieser Linie in den frühen Jahren war, wie Sie wissen, de Gaulle, der das Europa der Vaterländer genannt hat. Interessant wird auch sein, wenn man bedenkt, dass der Begriff der Vereinigten Staaten von Europa, das ist sehr erstaunlich, nicht von einem Kerneuropäer geschaffen worden ist, sondern es war Churchill, der das erste Mal diesen Begriff in die politische Debatte gebracht hat und ihn dann ganz intensiv immer wieder erläutert hat. Schon 1946 gibt es einen berühmten Vortrag an der Universität von Zürich, gibt er dieses Projekt als notwendig vor und erläutert es auch. Nicht, dass Großbritannien da hätte mitmachen wollen, das hat er nicht vorgehabt. Aber es war ihm klar, dass eine enge Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich den Kontinent würde stabilisieren müssen. Nationale Alleingänge, gerade in Bezug auf Deutschland natürlich, würden so unmöglich gemacht werden. Es gäbe eine einheitliche Politik, die, und das ist jetzt der zweite ganz entscheidende Schluss und auch das Motiv sozusagen des Briten Churchill, die eine Politik, die geschlossen dann in einem atlantischen Bündnis an der Seite Amerikas stehen würde. Hat das also vorangetragen, wohlgemerkt, also er selber wollte Großbritannien, das ist eine sehr gespaltene Vorstellung eigentlich, wollte Großbritannien nicht in der EU sehen. Andere dagegen waren der Meinung, auch aus seinem eigenen Umfeld, es müsste wohl dabei sein, denn sonst würde es über kurz oder lang die hohe Wirtschaftskraft Deutschlands, die es erwarten ließ, dass Deutschland sich bald erholen würde, würde es Frankreich nicht wagen, sozusagen gleichberechtigt dem starken Deutschland gegenüberzutreten. Andere waren der Meinung, die Briten gehen doch hinein. Egal, es war dieses Konzept, also eben eines sozusagen von außen. Dem Konzept hat es aber dann tatsächlich sehr schnell eine Verwirklichung gefolgt. Schon 1948 war dieser berühmte Kongress von Den Haag, aus dem der Europarat hervorgegangen ist. Und dann auch bald eine Zusammenarbeit Deutschland-Frankreichs im Bereich Kohle-Stahl. Wer über diese beiden Rohstoffe zu diesem Zeitpunkt die Verfügungsgewalt hatte, der konnte Krieg führen oder eben nicht. Und wenn das gemeinsam verwaltet werden würde, so war die Vorstellung ist ausgeschlossen, dass also da was passiert. Und da musste ja quasi ein Zusammenraufen, ein sich zusammenraufen notwendigerweise erfolgen. Startschuss für diesen Plan war 1950, 9. Mai, der Abschluss des Schumann-Planes. Das wird heute ja als Europatag gefeiert. Bald darauf die Einrichtung dieser hohen Behörde, ganz wichtig, das erste Mal ein supranationaler Verband, der entscheidende, souveräne Befugnisse an sich zog und sie eben nicht mehr bei den Nationalstaaten beließ. Selbstverständlich hat es von Anfang an, und jetzt nehme ich die andere Seite, Kritik an diesem Souveränitätsverzicht gegeben. Zum einen waren das in Ihrem Land, also im westlichen Teil Deutschlands, waren es vor allem die Sozialdemokraten, die ganz richtig gesehen haben, diese ganz eng mit dem Begriff des Bundesstaats verbundene Westbindung, sozusagen der Bundesstaat war ja
das Vehikel, mit dem diese Westbindung befestigt werden sollte, eine Wiedervereinigung in den Bereich des Unmöglichen rücken würde. Wir haben also, das ist uns bei Ihnen gemeldet worden ist, wir hatten in der größten Tageszeitung Österreichs gestern, interessant eigentlich, warum das jetzt gekommen ist, eine Meldung, dass es quasi offiziell bestätigt worden sei, dass Willy Brandt tatsächlich ein solcher Amerikaner geworben hat für die Westbindung, die zu diesem Zeitpunkt, als er wirkte, in seiner eigenen Partei keineswegs mehrheitsfähig war. Hat man das bei Ihnen gemeldet? Einigermaßen interessant. Ja. Also der Widerstand kam also teils aus dem eher sozialdemokratischen Bereich in Deutschland, zum anderen auch von sehr prominenten Wirtschaftswissenschaftlern aus dem mehr liberalen Parteienspektrum, denen natürlich bewusst war, wenn man etwas zusammenzwingen will, durch wirtschaftliche Verflechtungen, das ist übrigens ein Grundprinzip, der bis heute auch der Euro ist, gehört in diesen Themenbereich, dann wird es massive dirigistische Maßnahmen brauchen und liberale Ökonomen, allen voran Röttgen, das ist jener, der mit Ludwig Erhard, er war wissenschaftlicher Berater Ludwig Erhard, sozusagen der akademische Vater des deutschen Wirtschaftswunders, waren die überaus skeptisch, was ein wirtschaftlicher Dirigismus mit Wettbewerb und Leistungsfähigkeit anrichten können wird. Das war also die zweite Gruppe, die hier massiven Widerstand geleistet hat. Und zum dritten waren es die Franzosen aus Gründen der Gloire. Sie wollten einfach auch die französische Eigenständigkeit nicht auf dem Altar einer Vorstellung Vereintes Europa und Westbindung opfern. Und die Galionsfigur dieser anderen Linie, habe ich schon erwähnt, ist dann alsbald de Gaulle geworden. Lassen Sie mich noch ein bisschen diese zwei Figuren, die das eine und das andere stark vertreten, gegenüberstellen, weil auch die Methodik, die die EU bis heute hat, ganz deutlich herauskommt. Der Vertreter der Bundesstaatsidee, sozusagen des Superstaats mit Westbindung, war Jean Monnet. Jetzt ist interessant, dass dieser Name wahrscheinlich auch vielen von Ihnen keineswegs bekannt ist, dieser Name in der Öffentlichkeit kaum eine Rolle spielt, obwohl also sein Wirken für den Weg, den die EU gegangen ist, also geradezu nicht hoch genug zu veranschlagen ist. Er war nicht nur also einer, der das geschickt politisch vorangetrieben hat, sondern er war für das, was man an Taktik und Methodik, Arbeitsweisen bis heute sehen kann, geradezu stilbildend. Ein paar Worte zu Jean Monnet. Er wurde 1888 in Cognac geboren, war auch der Sohn eines Weinbrandhändlers. Sein Vater hatte also sehr gute Beziehungen, aber auch zur Finanzwelt. Er selber machte schon mit 16 eine Ausbildung in London als Bankkaufmann. Im Ersten Weltkrieg wurde er vom Kriegsdienst verschont, weil er bekannter Minister in sein Ministerium genommen hat. Und dort hat der junge Mann dann sofort also auch gezeigt, wo er ganz stark ist, ein absoluter, wie heißt sich das heute, Networker, einer, der vernetzt ist und der die ganze Welt sozusagen sehr bald in seinem Blickbereich hatte. Und schon in dieser Funktion im Ministerium konnte er dann, indem er eingefädelt lanciert, oder zumindest stark mitgewirkt hat, dass es eine britisch-französische, während des Ersten Weltkriegs, gemeinsame Einkaufspolitik Waffen gegeben hat und auch einen massiven Kredit aus London mitgebracht hat, so stieg er auf und war als bald dann Sekretär des Völkerbunds. Und zu dieser Tätigkeit sagt er dann in einem Spiegelinterview aus den 50er Jahren einen ganz interessanten Satz, der es direkt wert ist, zitiert zu werden. Er sagt, die Zeit beim Völkerbund hat mir genau gezeigt, das war für mich eine gute Lehre, wie man es nicht machen soll. Der Völkerbund war genau das Gegenteil unserer jetzigen Mundanunion. Und es wird immer mehr so sein, dass wir alles, was wir haben, übertragen auf exekutive Vollmachten, auf übernationale Basis. Europa muss sich von den Nationalstaaten befreien. Das war seine Lehre, die er aus der Zeit beim Völkerbund gezogen hat. Und es war eben Jean Monnet, der diesen ersten Plan für die gemeinsame Behörde Kohle und Stahl
damals er für die Montanunion vorgelegt hat, immer im Hintergrund geblieben ist, aber ganz entscheidend an dem Aufbau und dem Vorankommen dieser übernationalen, dieser supranationalen Linie gearbeitet hat. Seine Methode war geschickt und pragmatisch. Keine großen Propaganda-Aktionen, keine Entwürfe, die man hätte diskutieren können, sondern er spricht das auch ganz deutlich aus, die Politik der kleinen Schritte. Keine ideologischen Debatten, sondern, wenn die Gelegenheit es ermöglicht, eine gezielte, pragmatische Maßnahme, die unmittelbar im exekutiven Wirkungsbereich eben ihre Wirkungen entfaltet. Und dann sagt er noch etwas sehr, sehr Interessantes, und auch das sehen wir es, er sagt, Europa wird in den Krisen geschaffen und es wird die Summe der kleinen Einzellösungen sein, die für diese Krisen gefunden worden sind. Zweiter Satz, der ganz eng damit zusammenhängt, der Mensch verändert sich nur durch den Druck der Notwendigkeit. Und das sind ja nun wirklich unsere Elite, unsere politische Klasse am Himmel der EU. Sie sind Meister der Krise. Sie nützen Krisen. Manchmal beschleicht ihnen der Gedanke, dass sie sie billigend in Kauf nehmen. Wenn man sich also Projekte wie den Euro anschaut, dann wundert man sich eigentlich, dass man so etwas machen kann gegen den Rat aller Wirtschaftsleute, gegen den Rat aller Bankleute sozusagen ganz alleine, ohne Debatte darüber, ganz im Gegenteil. Also wenn jemand aus dem Volk hellhörig wird, dann wird er so dagegen gehalten, hat uns ja die Vulgärvariante von Manet, Jean-Claude Juncker, hat uns ja darüber belehrt. Wenn es ernst wird, muss man lügen. Das ist wirklich das Beispiel, das habe ich noch gut im Kopf, also aus meinem Land. Wir stimmten ja 1994 über den Beitritt zur EU ab und dann kam es in die Geschichte auf, dass das mit dem Schilling, und das war ja auch so, der Maastricht-Vertrag als Preis der deutschen Einheit, es war seit den 90er Jahren beschlossene Sache, seit den ganz frühen 90er Jahren beschlossene Sache, dass es eine gemeinsame europäische Währung geben muss, damit, vielleicht muss man das jetzt dazu sagen, damit Deutschland sozusagen gezähmt und gebändigt wird. 1994 haben wir abgestimmt und dann ging so das Gerücht und auch in den Leserbriefen die Befürchtung an, wir werden den Schilling verlieren. Und dann erinnere ich mich noch, was bei Ihnen die Bild ist, ist bei uns die Gaunenzeitung, wenn ich sagen darf, ein Niveau ein bisschen noch drüber, aber eben weit verbreitet. Ja, das ist so eine fette Schlagzeile, wo die Nationalbankpräsidentin, selbstverständlich wieder ihr besseres Wissen, gesagt hat, der Schilling bleibt. Also man scheut sich definitiv nicht vor glatten Lügen. Diese Methode Monet ist aber natürlich sehr erfolgreich. Und wie gesagt, wenn die Vulgärvariante sie in Ansatz bringt, dann heißt sich das so. Da habe ich dann einmal nachgeschaut, weil man das kann man gar nicht gesagt haben, aber man sagt, dass er manchmal nach dem zweiten, dritten Bier, Juncker nämlich, mehr sagt, als er am nächsten Morgen gesagt haben wollte. Und das dürfte so etwas sein, das hat er also wirklich dem Spiegel 1999 gesagt. Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht verstehen, was da passieren wird, dann machen wir weiter, Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. Das ist natürlich etwas, was ich denke, dass uns alle schwer aufregen muss. Diese Angeberei, diese Arroganz, diese undemokratische Frechheit, diese Verachtung des Bürgers, diese Skrupellosigkeit, diese Gewissenlosigkeit. Ich bin jedes Mal, wenn ich mir diesen Satz wieder zu Gemüte führen muss, empört, dass das alles so geht. Dieser Mann sitzt noch vor dort, wo er sitzt, in schlechter Gestalt vermutlich, und kann diese Dinge gesagt haben. Das ist die eine Linie, die sich bis jetzt stark durchgesetzt hat. Die Etappen sind Montanunion, wie gesagt, ab 1991, dann eben die Ausweitung dazu, der Beitritt Italiens und der Benelux-Staaten, die römischen Verträge, erste Schritte, ganz wichtig, zur Abschaffung des Vetorechts. Das heißt, das klingt ja alles immer so, dass man nicht gleich versteht, wenn man sich den ganzen Tag nur mit Politik beschäftigt. Ein Mehrstimmigkeitsverfahren, also keine Einstimmigkeit mehr, sondern bei ganz, ganz wichtigen Punkten, wo auch gestritten werden, was ganz, ganz wichtig ist. Und in dem Moment, wo die Beschlüsse nicht mehr einstimmig sein müssen,
ist es natürlich mit der nationalen Souveränität, wenn man ganz geschickt behandelt, sehr schnell einmal vorbei. Polnischen Verträge von 1957 sollten dann also 67 in Geltung treten, aber dann kam eben doch ein Störwandler, de Gaulle. De Gaulle war sozusagen ein echter Konterpart, während Monet der Kosmopolit, der international vernetzte, der Mann aus dem Bankgeschäft war de Gaulle aus einem sehr konservativen, sozialkonservativen Haus, seine Eltern waren Lehrer, sehr katholisch, ähnlicher Jahrgang wie Monet 88, de Gaulle 1890, Offizierslaufbahn im Ersten Weltkrieg, noch nach der zweiten Verwundung freiwillig ein drittes Mal gemeldet, muss ich sagen, ein schnelliger Kerl, steigt dann auf in der Politik, wird Staatssekretär und behält seinen eigenen Kopf auch unter sehr dramatischen Umständen, als die Regierung Petain 1940 über die Übergabe verhandelt, und das auch macht, wie Sie wissen, verlässt de Gaulle den Sitzungssaal, setzt nach England über und während Petain versucht zu erklären, warum er tut, was er glaubt, tun zu müssen, spricht de Gaulle über den britischen Rundfunk und erklärt, wird hier also eine französische Bewegung der Freien, der widerständigen Freien gründen und tut das auch. Die Zusammenarbeit mit Churchill allerdings war eine mühsame. De Gaulle hatte keine Soldaten, aber hätte eine massive Vorstellung von der Würde und der Unversehrtheit und der Integrität der französischen Nation. Und Churchill wird einmal sagen, das Lothringer Kreuz, das de Gaulle war das schwerste Kreuz, das ich in meinem Leben zu tragen hatte. Dennoch, die Franzosen liebten ihn. Er kam also 1944 mit der Landung nach Deutschland zurück, obwohl über alle diese militärischen Ereignisse im Voraus kaum informiert war. Dennoch, also die Franzosen jubelten ihn an und es gelang ihm auch tatsächlich, da zeigt sich dann doch, was Zähigkeit und Mut und auch taktisches Geschick bewirken kann, es gelang ihm, das war nicht so ausgemacht, dass Frankreich nicht befreites Territorium, sondern auf der Seite der Sieger stehen konnte. Große Erfolge also für de Gaulle, eine erste Regierung, Sitz im Sicherheitsrat und dann die Vorstellung, eine Präsidialrepublik zu machen. Er war sicher, dass ihm die Leute folgen, das taten sie nicht, die Parlamentarier wollten sich für eine parlamentarische Demokratie entscheiden. Er zog sich zurück in der Vorstellung, man will ihn gleich wiederholen, auch da hat er sich getäuscht. 10 Jahre intensives Nachdenken am Landsitz, aber nach dem Scheitern der 4. Republik in Indochina und vor allem in Nordafrika kam er dran, 59, und dann hat er ganz intensiv, doch 10 Jahre lang versucht, den Zug, der schon weit auf diesem supranationalen Gleise war, noch einmal zurückzufahren. Sie kennen die Geschichte, er hatte am Anfang große Erfolge, konnte Frankreich auch wirtschaftlich gut voranbringen, waren also sehr originelle Einsätze, zum Beispiel ist er doch nach England gefahren mit seiner, nach Amerika mit seiner U-Boot-Flotte, um sich so quasi den Goldschatz zurückzuholen. Und er hat sich einiges einfallen lassen und ist natürlich immer mehr in Konflikt mit den Amerikanern gekommen. Und dann kam auch der Mai 1968 massive Unruhen in Frankreich selbst. Das war nicht mehr zu beherrschen und mit dem Sturz de Gaulle im Jänner 1968 war dann diese Linie, das Europa der Vaterländer, einmal für längere Zeit ganz schwer beeinträchtigt und eigentlich vorbei. Und nicht nur das, sondern ist auch gesellschaftspolitisch eine wichtige Entscheidung getroffen worden. Jene, die Europa auf Grundlage von Nation, Familie, Religion, Identität sehen wollten, sind schwer ins Hintertreffen gelangt. Der lange Marsch durch die Institutionen, wie Dutschke das genannt hat, war tatsächlich überaus erfolgreich. Das muss man sich vernünftigerweise eingestehen, um ein Konzept zu entwickeln, das auf diese Entwicklung richtig reagiert. Es ging dahin, war mal ganz klar der Sieg also der anderen. Westbindung, Frankfurter Schule, Superstaat. Die nächste Zeit, die Erweiterungen, die Norderweiterung 73, England, Dänemark, Irland, die Süderweiterung in 2 Etappen. Zuerst Griechenland, dann 86 Spanien, Portugal. Schon in den späten 80er Jahren haben die Franzosen, die wirtschaftlich gegenüber der Bundesrepublik jetzt nunmehr schon wirklich schwer hintertreffen waren, an den Vorstellungen einer gemeinsamen Währung gearbeitet. Man hat es nicht besonders ernst genommen. Es gab da diesen Delors-Plan, wo der damalige Chef der Deutschen Bundesbank, Pöhl, sagt,
Wir haben gedacht, das kann nicht mehr kommen in 100 Jahren, aber nicht jetzt. Die anderen würden niemals das Modell der Deutschen Bundesbank, also diese absolut seriöse Wirtschafts- und Geldpolitik übernehmen, und anders würden wir es nicht tun. Und dann kommt man zur nächsten Wegkreuzung 1989. Niemand hat das erwartet. Ich denke, auch von Ihnen hat niemand den 9. November 1989 erwartet. Und wie wenige manche erwartet haben, kann man auch in einem Zitat sehen. Gerhard Schröder, nachmaliger Bundeskanzler, hat wenige Wochen vor dem Mauerfall gesagt, nach 40 Jahren Nachkriegspolitik sollten wir die Deutschen nicht weiter mit einer Lebenslüge behelligen. Die Wiedervereinigung, die gibt es nicht. Wenige Wochen vor dem Mauerfall. Es kam, wie es kam, und es war eines klar, Deutschland würde eine Wiedervereinigung nicht erreichen, ohne entsprechende Zusagen in Richtung Einbindung, Einhegung, Zähmung, wie es manche genannt haben, in europäische Zusammenhänge. Mitterrand hat das sehr bald sehr deutlich gemacht, er sagt, dass Deutschland kann nur auf Wiedervereinigung hoffen, wenn es in einer starken Gemeinsamkeit steht. Kohl hat verstanden, man hat angefangen zu verhandeln. Der Biograf Mitterrand sagt, eigentlich wollte Mitterrand die Wiedervereinigung nicht, aber er hat gesehen, also, dass das wohl das Vernünftigste zu guter Letzt dann doch sein wird. Aber es war klar, dass das nicht ohne Integration Deutschland in einen supranationalen Verband gehen würde. Und das Feld, das am besten aufbereitet war, war die gemeinsame Währung. Es kam Maastricht. Ja, 91, und damit kam auch der Euro. Und so sehr auch immer wieder betont wird, dass es einen wirtschaftlichen Nutzen gegeben hat, so ganz und gar nicht ist das wahr. Der Euro ist der Preis der deutschen Einheit. Man musste also massive Vorkehrungen treffen, damit es überhaupt irgendwie funktioniert. Ich bin kursorisch ganz schlecht, wenn die Regeln aufstellen, sie als erstes selber brechen, was auch passiert ist. Also man hat eben diese sogenannte Maastricht-Regelung, die Begrenzung der Schulden. Ein Staat kauft den anderen nicht heraus, jeder ist also für sich selbst verantwortlich. Man hat also alles das nicht eingehalten. Das hat gegipfelt dann in Griechenland, in dieser Krise. Und ihre Partei vertagte ihre Gründung nicht wenig, eben dieser Kritik am Euro, und sie tun auch recht daran. Denn so sehr der Euro im Zentrum der Aufmerksamkeit war, bis vor kurzem ist er jetzt durch eine noch größere Krise überschattet worden. Aber jeder, der auf den Wirtschaftsseiten ein bisschen nachliest, weiß, es ist ja nicht besser als vorher. Es ist ja nicht zu sehen, dass sich das irgendwie lösen lassen würde. Aber gerade auch diese Geschichte mit dem Euro ist ein gutes Beispiel dafür, wie die EU versucht, erstens durch wirtschaftliche Verflechtungen, aber vor allem durch das Schaffen von Fakten, Bedingungen herzustellen, die dann notwendigerweise die anderen zwingen würden, das zu tun, was sie eigentlich nicht wollen. Jetzt geht es eben nicht mehr anders, es ist alternativlos, die Kanzlerin dieses Landes sagt das eigentlich regelmäßig, alternativlos, wenn uns nicht das alles um die Ohren fliegen wird, es ist ja will, soll, es ist ja auch unsere Währung, dann müssen wir jetzt einfach weiter nach Griechenland zahlen, und so wurde mit dem Euro aus der EU genau das, was sie nie hätte sein sollen, auch nicht oder gerade nicht bei der Einführung des Euro, dieser sogenannten Bankout-Formel. Keiner zahlt die Schulden des anderen, die EU ist eine Transferunion geworden. Mittlerweile stehen wir aber vor einem, wie soll ich sagen, noch offensichtlicheren Problem. Das ist der Massenansturm auf Europa seit einem Jahr. Und ich wage es, selbst auf die Gefahr hin, dass manch einer das als Verschwörungstheorie abtun wird, vielleicht ja nicht, aber das ist ein beliebtes Argument, wenn man Argumentationen als unseriös qualifizieren will. Aber an dieser Sache lässt sich ganz genau sehen, dass ganz selten etwas passiert, was aus Zufall kommt. In aller Regel, das heißt nicht, dass jeder seine Interessen so durchsetzt, wie sie sind, weil sie treffen natürlich auf andere Interessen. Und es ist oft nicht mehr leicht nachzuvollziehen, welches Interesse auf welches getroffen ist und wer sich wie durchgesetzt hat. Aber dieser Prozess ist natürlich nicht einfach so passiert. Und wir haben also einen sehr klugen Chef der Fremdenpolizei in Österreich, der hat das auch ganz deutlich einmal gesagt, die
internationalen Migrationsbewegungen folgen nicht den politischen Krisen, sondern ermessen den Schlepper. Und so ist das auch. Wenn man sich also diesen Prozess anschaut, wir haben seit Jahren, sind wie wir, ist ziemlich vergleichbar, ich habe mir diese Zahlen angeschaut, 1 zu 10, das ist auch bei den Asylzahlen eigentlich so zu sehen, ein langsames Dahinsickern von Menschen, die unter dem Titel Asyl hier Aufenthalt begehren und ihn in der Regel auch bekommen. Und im letzten Jänner hat man eine Veränderung erkennen können, von der natürlich die entscheidenden Stellen informiert waren. Also wir konnten dann in den Zeitungen darüber lesen, dass die Berichte der militärischen Dienste, das also im Jänner schon ans Innenministerium gemeldet haben, das wird bei Ihnen sicher auch der Fall gewesen sein, die Zahlen stiegen stark und kontinuierlich. Und sie stiegen deswegen stark und kontinuierlich, weil zu diesem Zeitpunkt, und das ist also tatsächlich ein Kausalzusammenhang, der UNHCR, der diese Lage in Syrien und in dieser Region betreibt, die Hilfsgelder halbiert hat. Ich habe immer wieder nachgefragt, auf irgendwelchen politischen Veranstaltungen, warum hat er das eigentlich gemacht. Ne? Auch interessant, wie man zu dieser Entscheidung kommen kann. Es war so. Und jetzt, man kann auch mit dem Kopf des anderen denken, jetzt denke man sich in Menschen hinein, die dort in diesen Lagern sitzen und ein gewisses Geld noch haben, 15.000 Dollar. Bis jetzt hat es ausgereicht, sie haben das bei sich. Und für Verpflegung ging sich das aus und nun plötzlich geht es sich nicht mehr aus, sie müssen zukaufen. Irgendwann stellt sich die Frage, nach ein halbes Jahr und dann ist es weg. Und was mache ich dann? Draußen vor den Zelten flanieren Schlepper, sagen, gut, das ist ganz einfach, ich kann jetzt auf dem Handy Fotos zeigen, komm nach Berlin, das finde ich schön und nach Wien auch nicht schlecht. Und dieses Business ist ordentlich in Gang gekommen. Und im Mai war es schon so, dass Österreich Zeltstädte aufstellen musste. Die Innenministerin hat das also wohl gemacht, um die Leute zu erschrecken und sie zu veranlassen, dass die mehr Wohnungen zur Verfügung stellen. Ist im Gegenteil ausgegangen, wir hatten da 14 Tage drauf zwei Landtagswahlen. Dort hat man stark bemerkt, welche Wirkung diese Zeltstädte hatten. Und das ging so dahin bis in den Sommer, wo Frau Bundeskanzlerin Merkel gesagt hat, wir schaffen das. Und dann waren die Bäume gebrochen und kein Halten mehr. Ich denke, dass es Interessen gibt, die das auch wollen, weil so viel Naivität kann es ja unmöglich geben. Und jetzt stehen wir da, wo wir stehen und haben eine sehr schlimme Situation. Wenn ich also an die Silvesternacht in Köln denke, wobei ich Ihnen versichern kann, dass solche Dinge natürlich ständig und überall mittlerweile vorkommen. Wenn auf Österreich gerechnet 100.000 junge Männer zwischen 20 und 30 ins Land kommen, man kann nur ein Narr glauben, dass diese Dinge ohne Konflikt abgehen können. Auf der anderen Seite aber hat dieser heilsame Schock doch einen großen Teil der Leute zum Erwachen gebracht und auch zu einem Umdenken und zur Bereitschaft zu erkennen, dass es diesen Weg nicht weitergehen kann. Dieses Ergebnis der Bundespräsidentenwahl in Österreich wäre ohne diesen Ansturm auf Europa völlig undenkbar gewesen. Also Norbert Hofer ist ein sehr sympathischer Mann und macht das alles ausgezeichnet, aber 50%, also das wäre vor einem Jahr völlig undenkbar gewesen. Wir leben in einer großen Gefahr und insofern stimmt der Höhlenindex, das rettende auch. Die Leute sind aufgewacht, sind bereit, sich zu engagieren, sind bereit, das Ruder herumzureißen, sind bereit zu tun. Und da finde ich es also ganz großartig, wie sehr Sie sich in dieser Situation jetzt stellen. Die Sache ist gar nicht so schwierig. Sie ist sehr schwierig, weil die Mächte dagegenhalten stark sind. Aber sie ist eigentlich ganz leicht zu denken. Der Nationalstaat, dem es so unbedingt an den Kragen gehen soll, ist einfach die größte Einheit, die bis jetzt bestanden hat, in der Demokratie, soziale Sicherheit und Freiheit verwirklicht worden sind. Nicht umsonst ist Demokratie zugleich mit dem Nationalstaat entstanden. In einem supranationalen Imperium kann es Demokratie nicht geben, setzt sich also immer die zahlenmäßig stärkere Gruppe durch, auch wenn die homogene Einheit eben nicht so groß ist, dass man verzichtet, weil die anderen die Mehrheit haben. Daran ist ein völlig falsches Beispiel gebracht. Schaut euch an, wie gut das in der Habsburger Monarchie funktioniert hat. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Und in dem Moment, wo es zu einem allgemeinen Wahlrecht gekommen ist, war es ja auch vorbei. Es ist auch ein Krieg und so weiter. Aber trotzdem, also
eine Demokratie kann nur funktionieren, wenn das Zusammengehörigkeitsgefühl so stark ist, dass man, wenn man in einer demokratischen Abstimmung unterliegt, auch verzichtet. Das tut man natürlich nur dann, wenn man sich also relativ homogen fühlt. Wenn man einzelne Volksstämme ist, dann wird diese Homogenität durch einen Verfassungspatriotismus nicht immer ausreichen, um sich einer Abstimmungsniederlage realistisch gegenüber zu verhalten. Der erste Punkt. Der zweite Punkt, es gibt keinen Sozialstaat außerhalb des nationalen Rahmens. Schauen Sie nach Amerika, würden Sie also die Gruppe der WASP, bringen Sie bis heute nicht dazu, eine Gesundheitsversicherung einzurichten, um damit die Latinos zu finanzieren. Tun die einfach nicht. Sozialstaat heißt Wohlstandsverzicht zugunsten der anderen. Das ist schon in Italien schwierig, ne? Wie man an der Liga Nord sieht. Es setzt voraus, dass man eine Verbundenheit fühlt, die einem so weit bringt, dass man selbst einen Nachteil hinnimmt, damit ein anderer seinen Nachteil nicht so deutlich spüren muss. Wir sind uns sicher, wir bringen das Beispiel aus Österreich, auch die Gebirgsgegenden müssen mit der Post versorgt sein, obwohl, wenn man das also marktwirtschaftlich rechnet, wäre der Brief dorthin unendlich teuer, trotzdem ist dasselbe Tarif überall, das ist völlig klar. Aber für eine reibungslose Postzustellung in Rumänien wird man wenig Österreicher begeistern können. So einfach sind die Sachen. Die soziale Sicherheit und dieses Gefühl des Miteinanderteilens, das ist nicht etwas, was ich bei Schnittkursen herstellen kann. Deswegen also ist der Nationalstaat auch Voraussetzung des Sozialstaats. Und da ist es natürlich auch im Hinblick darauf, welche Freiheiten kann ein Staat intern gewähren? Wenn eine Bevölkerung wesentlich dieselbe kulturelle Prägung hat, wesentlich dieselben historischen Vorstellungen über Werte und öffentliches Leben und Politikarten, dann ist viel Freiheit möglich. In multikulturellen Gesellschaften herrscht in aller Regel ein starker Druck, weil er notwendig ist. Liberal kann man nur sein, wenn es starken Zusammenhalt gilt, den man nicht erst erzwingen muss. Es dreht sich also wirklich auch darum, eine Lanze für den Nationalstaat zu brechen, wie Sloterdijk vor kurzem gesagt hat, etwas Besseres haben wir nicht. Das ist die größte Einheit, die demokratisch, sozial sicher und liberal frei funktionieren kann. Das sehen aber nicht nur wir so, um zum Schluss zu kommen, sondern es ist eigentlich große Hoffnung in Europa. Wir leben als Österreicher natürlich, oder ich jedenfalls, Österreicherin mit historischem Bewusstsein, in einer besonderen geistigen Beziehung mit Ungarn. Und da sehe ich, dass dort eine Regierung am Werk ist, die man so oder so oder so beurteilen kann, aber eines ist ohne jeden Zweifel. Orban will will das Wohlergehen und die Zukunft der Ungarn sichern. Denselben Impetus beobachte ich in der Slowakei, Fico. Man sieht es in Tschechien, egal wie man die PiS beurteilt, auch Polen hat das Anliegen, den Wert und die Stabilität Polens als erstes und oberstes Prinzip zu sichern. Die Visegrad-Staaten, die sich jetzt immer mehr zusammenschließen, haben mittlerweile tatsächlich also ein antagonistisches Podium in dieser EU entwickelt. Das heißt, wir sind also nicht alleine und isoliert, und das geht alles gar nicht. Es geht sehr wohl, es ist realistisch da, und man kann auch dieser Seite sozusagen ein Gewicht verleihen. Um zum Abschluss zu kommen, die Lage ist gefährlich, ist bedrohlich, gleichzeitig aber ist das Bewusstsein, das erste Mal das Bewusstsein unserer Landsleute und Mitbürger so aufgeschreckt, dass man sie auch erreichen kann. Wichtig ist jetzt, um das Letzte noch zu sagen, dass man genau diejenigen, die es bis jetzt nicht geglaubt haben, dass es so werden kann, wie es geworden ist, dass man genau diejenigen, die jetzt sagen, jetzt ist es eh schon Sport, dass man die zurückweist. Das ist etwas, was ich oft erlebe. Das sind genau die Leute, mit denen ich jetzt jahrelang erzählt und darüber gestritten habe, ob diese Entwicklung so enden kann, wie sie sich jetzt abzeichnet, die mir das abgestritten haben. Wir sind die Leute, die jetzt sagen, das willst du machen, das könnt ihr ausrichten, doch eh alles wurscht und eh schon Spaß. Genau das gilt nicht, denn die Entwicklung, die vor uns liegt, wird jedenfalls sehr schwierig werden. Sehr schwierig werden. Selbst wenn eine gute Regierung
man 50% hat, wird es eine schwierige Operation werden, die Schäden der vergangenen Jahrzehnte so weit zu, wieder zu korrigieren, dass man langsam wieder in einen aufstrebenden und zukunftsweisenden Prozess eintreten kann. Aber wenn man es nicht tut, wenn man es einfach gehen lässt, dann wird es katastrophal. Und wenn man sich entscheiden muss zwischen einer schwierigen Entwicklung und dem Laufen lassen, das zu einer katastrophalen Entwicklung führt, dann ist klar, was wir zu tun haben. Ich sehe, dass Sie das bereit sind und ich freue mich auf die Diskussion. Vielen, vielen herzlichen Dank, Frau Rosenkranz. Das war sehr spannend und hat uns allen eine ganze Menge Mut gemacht. Wenn ich von Mut spreche, dann denke ich auch immer an ein Bild, das vor einigen Jahren um die Welt gegangen ist. Das war im österreichischen Nationalrat und da war die Abstimmung über die EU-Verfassung. Wir haben sie schon fast vergessen. Und bei dieser Abstimmung ist eine einzige Dame sitzen geblieben. Und das war Frau Rosenkranz. Und meine Frage dazu, Frau Rosenkranz, wie fühlt man sich da, wenn man als Einzige, wirklich als Einzige im österreichischen Nationalrat sitzen bleibt und gegen ganz Europa stimmt? Sie werden lachen, aber es ist nicht ganz einfach. Man prüft sich natürlich, ob man der Weg zwischen ja, das hast du mutig gemacht, was bist du für ein Eigenbrödler? Der Grat ist sehr schmal. Man prüft sich natürlich, ob man gute Argumente hat und man bereitet sich auch darauf vor, weil es war klar, ich habe es angekündigt, dass ich es tun würde. Und dann waren alle Kameras auf mich gerichtet und ich habe halt versucht, keine Faxen zu schneiden und darüber nichts Gesicht zu machen. Aber ich habe Glück gehabt, das war dann gleich drauf. Die Abstimmung in den Niederlanden und in Frankreich, die eben gegen diese Verfassung ausgegangen sind, und so konnte ich da doch einigermaßen mit kühler Stirn sagen, ja, ich glaube. Ja, auch von meiner Seite nochmal ganz herzlichen Dank für diesen Vortrag, Überblick geschichtlich. Bevor wir jetzt zu Ihren Fragen kommen, eine Frage, die sich mir gestellt hat im Laufe des Vortrags. Sie haben ja einen sehr guten Überblick gegeben. Gleichwohl könnte ich mir vorstellen, dass manch einer hier von uns sich natürlich die Frage stellt, gut, Sie haben geschildert, was die Probleme sind in Europa, wo Europa nicht wird weiterkommen können. Gleichwohl stellt sich natürlich dann die Frage, was ist denn Ihr Gegenentwurf? Heißt der Gegenentwurf von Ihnen zurück zu den Nationalstaaten, komplette Auflösung aller Institutionen oder gibt es gewisse Felder, wo Sie sagen, da müssen die einzelnen europäischen Nationalstaaten doch etwas gemeinsam machen oder zusammenrücken, um, sei es in der Welt, ein gewisses Gewicht zu haben, um gemeinsam Vorteile zu heben, etc. Also das wäre nochmal ein Punkt, glaube ich, den manche interessieren. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir hier in die Fragerunde gehen. Meine Bitte, möglichst kurz und präzise zum Thema zu fragen. Ich habe den Eindruck, hier sind viele, die sich beteiligen wollen. Ja, danke. Mein Konzept wäre das Europa der Nationen natürlich. Also ohne jeden Zweifel müssen die europäischen Nationen zusammenarbeiten, was sie im Laufe ihrer Geschichte ja auch immer wieder getan haben. Die Vorstellung, jeder hätte vor sich gelebt und mit den anderen keinen Kontakt gehabt, ist ja völlig falsch. Das Europa der Nationen, das, was notwendig ist, aber nicht mehr, intergouvernemental, wie der Fachausdruck heißt, über die Regierungen aushandelt, das macht man zusammen. Und hier gibt man Souveränität auf, weil es besser ist, einen bestimmten Vertrag gemeinsam auszuhandeln gegenüber den Chinesen oder gegenüber den Amerikanern. Wobei, wenn es so ist, dass TTIP ist, wenn es so ausgeht, ist auch nicht gut. Ja? Also, dass man Souveränität abgibt, dort wo es sein muss. Aber jetzt in der aktuellen Situation, zum Beispiel, diese Vorstöße, eine Asylquote zu schaffen, was hieße natürlich ein gemeinsames Asylrecht? In einer Situation, wo die einzelnen Staaten oder die einzelnen Regierungen, also die Völker, glaube ich, sind alle ziemlich ähnlich, die einzelnen Regierungen
völlig unterschiedlicher Meinung darüber sind, wer aufgenommen werden soll oder muss, während die einen, ich zum Beispiel auch, diesen Wanderungsstrom eben als Wanderungsstrom und nicht als Fluchtbewegung sehen. Zum Beispiel jetzt in dieser Situation die Forderung nach einer Asylquote, die das Recht, wen man auf sein Territorium nimmt, aus der Hand der Nationalstaaten nach Brüssel übermittelt. Frau Merkel lädt ein, Brüssel teilt zu und alle haben die Leute. Also das zum Beispiel würde ich also absolut als schädlich vehement zurückweisen. Und so gibt es eine Reihe von Dingen. Es reicht einmal, wenn kein weiterer Souveränitätsverzicht passiert und man im Gegenteil beurteilt, wo man vernünftigerweise zum Beispiel, also unsere Bauern sind überzeugt, bei der Landwirtschaft wäre das eine vernünftige Sache, wo man bestimmte Bereiche wieder renationalisieren könnte. Von einem Auseinanderfliegen der EU würde ich nicht halten. Obwohl es, wenn eine Form zu Ende ist, kommt dann der nächste, das muss man uns auch noch sagen. Eine Frage, die Briten, die stehen noch auf ihren Brexit, also die stellen auch dafür, um eine Mehrheit zu bekommen, aber das zeigen sich mehr und mehr. Wie stehen die Österreicher zu einem Es gibt bei uns natürlich schon, also es gibt auch Gruppen, außerparlamentarische Gruppen, vernünftige Leute auch, die sagen nichts wie raus. Ich meine, wir haben da ja diese neutrale Tradition nach Schweizer Muster, das war ja bis 1994 hat das jede Schulkind gelernt, also wir sind neutral nach Schweizer Muster. Und der Weg der Schweiz, das war schon immer ein bisschen ein Vorbild. Ne? Es ist nur die Frage, hätte man gar nicht beitreten sollen, oder tritt man aus, das sind nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber es gibt bei uns doch sehr rührige, sehr tätige, sehr honorige Leute, die absolut für den Beitritt sind. Die FPÖ, als in den Umfragen seit anderthalb Jahren bei weitem stimmenstärkste Partei, also die FPÖ liegt über 30% regelmäßig und konstant, während also die beiden ehemaligen Großparteien, ÖVP sowie die CDU und SPÖ sowie die SPD knapp über 20 liegen, nimmt eine moderate Position ein. Man sagt das Ultima Ratio und so etwas wäre dann zum Beispiel beim EU-Beitritt der Türkei, würde man auch austreten wollen. Aber nicht einfach sofort und so. Wie ist es denn mit den Kosten, wenn jetzt wieder alles zurückgeschaltet wird? Wenn? Die Kosten, wenn jetzt wieder die eigenen Währungen eingeführt werden. So. Von den Währungen habe ich vorher noch nicht geredet, sondern von, zum Beispiel von der Agrarpolitik. Ich bin kein Ökonom. Ich traue mich das nicht sagen, wie das möglich wäre. Irgendwann, nicht so lange her, wir haben einen Artikel von einem Ökonomen gelesen. Das erschien mir als Mensch, der versucht, Hausverstand einzusetzen, vernünftig, dass er sagt, es wird so in dieser Konstellation der Euro nicht zu halten sein. Also außer man bringt so große Summen auf, um schließlich einfach die Mediterrane zu alimentieren. Das muss man auch wissen. Das sind auch hohe Kosten übrigens, wenn man sich den Austrittskosten gegenüberstellt. Aber dieser war der Meinung, ein Schritt zurück, sozusagen, eine Verrechnungseinheit und eine Binnenwährung für die, die da so schwach irgendwie drin hängen, die sie haben können, wie sie wollen, und nach außen hin so eine Parallelwährung, also ein kompliziertes Konstrukt. Ich glaube aber schon, dass Ökonomen, Sinn sagt ja auch immer wieder solche Sachen, also dass Ökonomen da gangbare Wege sehen würden, um nochmal zu den Kosten zu kommen. Also die Aufrechterhaltung des Euro wird vor allem für ihr Land enorm teuer sein. Ja, hallo Frau Rosenkreuz, ich möchte mich auch nochmal bedanken. Sehr schöner Vortrag, freut mich auch immer wieder was von der Habsburger Monarchie nochmal zu hören. Ich hätte drei Themen oder drei Fragen. Erste Frage, ich habe neulich ein Moment gelesen, 100% der Österreicher halten 50% für Trottel. Mich würde da einfach mal interessieren, also ausgelöst durch die Präsidentenwahl jetzt, da hieß es, das ist eine starke Spaltung, 50% hier, 50% da. Würde mich mal interessieren, wie Ihre persönliche Einschätzung momentan zur Stimmung im Lande ist und wie sich das weiterentwickelt. Der zweite Punkt ist, wann schließt der endlich den Renner?
Und der dritte Punkt ist, wenn der Brenner geschlossen wird, wie Ihre Einschätzung ist, welche Folgen das für Italien haben wird und auch das übrige Europa. Ich meine, zu 50, die Stimmung ist für österreichische Verhältnisse aufgerührt und natürlich, wie es das Wahlergebnis auch gezeigt hat, das Land ist in einer gewissen Weise gespalten, aber es ist eben Österreich und es ist noch nicht eskaliert, darf ich Ihnen berichten. Aber doch ist es einmal stärker, man merkt eine starke Spaltung und zwar irgendwie auch ganz stark zwischen Stadt und Land, was ein uninteressant ist. Also der grüne Kandidat von der Bellen hatte in den 5 größten Städten, Wien und die Landeshauptstädte Graz, Linz, Innsbruck und Salzburg, eine Mehrheit und am Land teilweise 80% in den kleineren Dörfern. Das heißt also, diese solide, wertkonservative, das bezieht sich nicht auf Schwarz oder Rot, wertkonservative Landbevölkerung, also hat mein massives Votum gegen die herrschenden Zustände abgegeben, während die, sagt man Begriff Bohus was, diese Bohemian Bourgeois, die in den noblen Bezirken, in den größeren Städten wohnen, Gymnasiallehrer, Studienleiter und so weiter. Ne? Also die sind doch ganz einseitig, eindeutig auf der Seite des grünen Van der Bellen gestanden. Also insofern tut sich da in der Schichtung der Gesellschaft schon einiges. Zum Zweiten anschließen wir den Brennachten. Ich bin nicht der Innenminister. Aber ich meine, dass man eine Seeküste schützen kann, das sage ich jetzt zu den Italienern, sieht man ja. Spanien und Marokko, die beiden Dynastien sind miteinander sehr befreundet, haben Abkommen und Verträge. Spanische Offiziere unterstützen das marokkanische Militär infrastrukturmäßig, wenn sie es brauchen. Und obwohl diese Route ja sehr kurz wäre, da kommt niemand. Und egal, wie man zu den Persönlichkeiten steht, solange Berlusconi und Gaddafi sich die Sache ausgemacht haben, war der Arabe. Also keine Rede davon, dass man eine Seeküste nicht schützen kann. Und wenn man sagen kann, was man sagen sollte, dann müsste man den Italienern sagen, entweder ihr bringt das zusammen, wie auch den Griechen. Die Griechen geben 4% ihres BIP für Militär aus, sind immerhin auch NATO-Mitglied. Ne? Also ich glaube, es ist völlig falsch, sich von der Türkei erpressen zu lassen, sondern man muss es ganz klar sagen, entweder Griechenland und Italien machen das, was sie machen müssen nach Schengen-Kodex, sind gesetzlich verpflichtet, die Außengrenze zu sichern, sonst können sie gar nicht Schengen sein. Entweder sie schaffen das, oder sie schaffen es nicht, dann haben sie nur mal 2 Möglichkeiten, wenn Politik immer Alternativen hat. Sie bitten die EU um Unterstützung, oder sie sind nicht mehr in Schengen. So einfach ist die Sache. Und wenn sie nicht mehr in Schengen sind, dann ist klar, dass uns einer kontrolliert wird. Ist Österreich auf den Visegrade 4 beitreten möchte, gibt es auch Tendenzen in diese Richtung, dass es gerade die Visegrade 5, 6, 7 sehen? Ich meine, wir haben eine rot-schwarze Regierung und die macht das mit Sicherheit nicht. Ja, aber zu Beginn der Visegrad-Treffen, die ja gleich nach 1990 begonnen haben, war ja Österreich als Beobachter dabei. Ne? Und ich denke, also wäre ich vor dem Bundeskanzler, ich fände es absolut vernünftig, zu den ehemaligen Kronländern, mit Ungarn war Österreich 54 Jahre in einer staatlichen Gemeinschaft, also nicht immer ganz friedlich, muss man sagen, aber zu guter Letzt, jetzt mögen wir uns ja. Also ich bin der Meinung, dass man diese historische Tradition, man müsste der Rückzeit, also sinnvoll, dass man das nicht fortsetzt. Es war aber übrigens so, dass bis 1990, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können, da hat so Buschek und so, die haben ja intensiv die alte Donaumache gespielt. Nur so wie die das gerne gehabt hätten, das sind nach wie vor die ehemaligen Grundländerschulen, hat sich das natürlich nicht abgespielt. Aber da war es also diese betont auf Österreichs Eigenständigkeit und Abgrenzung zur Bundesrepublik achteten österreichischen Politiker, haben ja ganz stark diese Karte gespielt. Nur dann, wie es politisch interessant geworden wäre, in meinen Augen,
hat es nicht mehr besonders gefreut, ne? Weil sich doch ganz eindeutig gezeigt hat, dass Ostmitteleuropa, als es endlich seine nationale Eigenständigkeit nach dem Fall des Eisernen Vorhangs wiedergewonnen hat, viel, viel widerstandsfähiger gegen multikulturelle und antinationale Einflussnahmen war. Und da war plötzlich also die gemeinsame historische Erfahrung mit den jetzt Visegrad-Staaten nicht mehr interessant, aber noch am Anfang war Österreich dabei. Und ich würde auch meinen, dass es sehr vernünftig wäre, sich hier wieder anzunähern. Jetzt haben wir den gegenteiligen Effekt, also der Kanzler, von dem keiner mehr redet, Faymann, ist ja gegenüber Orban so ausfällig geworden, dass man verständlicherweise den Botschafter zitiert hat, und der neue Kanzler Kern hat in der ersten Woche dasselbe gemacht. Also sie hat als Diktator beschimpft, oder? Ja, aber genug von österreichischen Geschichten hier in Köln. Wenn wir uns einig sind, dass die EU massiv wenn wir uns einig sind, dass die EU massiv reformiert werden muss in Richtung einer mehr nationalstaatlichen Entscheidungsbildung, dann ist die Frage, wie muss man unter diesem Aspekt den möglichen Austritt Englands sehen, den Brexit? Würden Sie, wie ich persönlich neige zu denken, auch sagen, dass es gut wäre, wenn der Brexit jetzt in dem Votum zustande käme, damit unsere sturen Holzköpfe der EU-Politik endlich wach würden und bereit wären zu reformieren? Das wäre ein positiver Effekt. Andererseits das Selbstbewusstsein der Engländer und das Missbehagen gegen staatliche Souveränitätsverzichte möglicherweise auch das eine oder andere immer wieder verhindert. Ich bin ein bisschen gespalten. Wir haben es nicht in der Hand. Ich bin der Meinung, dass das europäische Superstaat mal ein großes Experiment mit einem gewissen Ausgang ist, in das man uns hineingezwungen hat. Es hat ja immerhin, wir haben 70 Jahre nach dem Kriege, haben die Nationalstaaten relativ friedlich miteinander gelebt. Und die Wirtschaftsgemeinschaft hat ja gezeigt, dass es auch anders geht. Die Flüchtlingskrise hat nochmal die Verhältnisse auf den Kopf gestellt. Und mein Verdacht ist, dass uns die wahren Ziele, die man mit der EU eigentlich verfolgt, noch gar nicht verraten hat. Denn offensichtlich ist, sage ich mal, wohin sich Europa mal entwickeln soll, eine Vorstellung von Brüssel, nach wie vor unklar. Und wenn ich mir so anhöre, die letzten Nachrichten, dass Herr Schäuble inzwischen meint, dass wir uns also gegen, Inzucht schützen müssen. Offensichtlich hat man gemerkt in Wien, dass nicht nur Ärzte und Ingenieure zu uns kommen und darauf warten, unsere Renten zu sichern. Und man also jetzt nach anderen Gründen sucht, weshalb man uns diese ganze Entwicklung schmackhaft machen soll. Also, ich sag mal, Frage jetzt. Wie schätzen Sie eigentlich ein, Ihrer Meinung nach, wo es überhaupt hingehen könnte und wie diese Lage eigentlich überhaupt mal stabilisiert werden könnte? Sie haben jetzt erstens heikles Thema angeschnitten, vor allem das Demografische. Ja. Und wenn man bedenkt, dass
absolut seriöse Leute wie Professor Herwig Birk, den man ja als Doyen der Bevölkerungswissenschaften bezeichnen kann, sich seit Jahrzehnten bemüht, das weiß ich aus seinen persönlichen Erzählungen, den Regierenden klarzumachen, dass mit dieser Geburtenrate massive wirtschaftliche Verschlechterungen verbunden sein müssen, dass es den Wirtschaftsstandort Seniorenheim einfach nicht gibt. Und wenn man beobachtet, dass er so ganz klar, das wird ja auch ausgesprochen, der Schäuble ist ein bisschen irritiert, das kann man eleganter auch nicht sagen, dass man diesen Ausfall an Geburtenzahlen eben nicht durch eine Korrektur der Familienpolitik versucht, das zu beheben, sondern schlicht und einfach durch das, was im Fachjargon demografische Kompensation durch Einwanderung heißt, dann ist das eindeutig ein Ziel. Es gibt Leute, die sich vorstellen und das auch begutheißen, dass man also durchaus eine multikulturelle Zukunft anstreben kann und dazu diese strategische Entscheidung trifft. Keine Familienpolitik, keine Versuche, die Kinderzahlen wieder zu stabilisieren, sondern wir machen schlicht und einfach drei Einwanderungen. Das sind die einen, die werden natürlich also ganz stark unterstützt, auch von, wie ich meine, doch eher kurzsichtigen Teilen der Wirtschaft, die sagen, das war der Marcel Schock, der kurz vor Weihnachten gesagt hat, legt euch nicht so auf, wir bringen aus jedem irgendeine Leistung aus, ne? Im Zusammenhang mit dieser Einwanderung, da stimmt das leider nicht. Weil wenn er in der Türkei ein Werk baut, dann stellt er dort die Leute vor und dann nimmt die Fähigen. Während wenn er das hier betreibt, dann kommen also nicht nur Ärzte und Ingenieure, er nimmt sich den Arzt und den Ingenieur und die 98 anderen erhalten sie. Ne? Also die Rechnung des Tschetsche stimmt nicht. Ja, das sind so die, wie soll ich sagen, die materiellen Interessen, die da dahinter stehen. Und da denke ich schon, wenn ich so gelegentlich Aussagen, vor allem auch einiger ihrer grünen Abgeordneten höre, es gibt also natürlich schon ein starkes ideologisches Interesse, den Nationalstaat und die Nationen zu überwinden, oder so, wie man das sagt. Ne? Also das ist schon so. Dieses unglaubliche Geschrei über die deutsche, von irgendeinem Journalisten über die deutsche Handballmannschaft. Ne? Haben Sie das? Wissen Sie, was ich meine? Also das zeigt, dass so manche einfach auch starke ideologische Interessen haben und denken, dass die Zeit homogener Gesellschaften eigentlich vorbei sein sollte. Wobei also diese eines sich entweder nicht bewusst machen oder bewusst verschweigen, kann man sich entscheiden, wie man es sehen möchte, nicht sagen, dass also rundherum auf der ganzen Welt die Entwicklung eigentlich in die völlig andere Richtung geht. So die Einzelnen nach dem Zeitalter des Imperialismus, also die Welt, ein Netz erfreulicherweise von Nationalstaaten geworden ist, die versuchen souverän zu sein. Na, das Gegenteil ist davon. Nicht der Nationalstaat ist ein Auslaufmodell, sondern nach dem Zusammenbruch des Imperialismus, des Europäischen, wenn man so will, ist auch in anderen Kontinenten die Souveränität und die Selbstbestimmung der einzelnen Gruppen, die damit zu Nationen werden, schwer auf der Tagesordnung. Also wir sind da eigentlich anachronistisch. Und insofern, nachdem Anachronismen, wenn einer wirklich dagegen hält, dann doch eine schlechtere Position haben, denke ich, dass wir eine gute Position haben, wenn wir kühlen nicht und vernünftig klar machen, dass in einer Gruppe, die sich stark verbunden fühlt, weil sie miteinander leben will, dass sich in so einer Gruppe leichter, besser, schöner Politik machen lässt, als in anderen zusammengefügten Eindrücken. Ja, ich habe eine Frage an Sie. Sie haben die Zuwanderung, die massive Zuwanderung, ja nicht so unbedingt als Zufallsprodukt hier bezeichnet. Ich sehe das genauso, das ist bestimmt kein Zufall. Dann erwähnten Sie gewisse Interessen, ohne auf diese Interessen näher einzugehen. Es gibt ja Menschen, die den Vereinigten Staaten von Amerika eine ganz bedeutende Rolle im Weltgeschehen zuschreiben, auch in dieser Angelegenheit. Dann wäre ja die Bundeskanzlerin solcher Art verlängerter Arm oder Konkubine der Amerikaner, sage ich jetzt mal ein bisschen sarkastisch. Teilen Sie auch die Auffassung, dass letztendlich unser großer Bruder hinter dem Atlantik
dahinter stecken könnte, hinter dieser Frage, sprich der Spätpolitik. Das ist meine Frage. Also, ich glaube, dass es Interessen gibt, erstens haben wir die Schlepperorganisationen, also diese Wanderungen sind ja ein riesiger Geschäftsbereich. Ich will den US-Amerikanern nicht unterstellen, dass sie eine Schwächung Europas wollen, das kann ich nicht und will ich nicht. Aber ganz offenkundig, wie Sie sagen, findet dieser Prozess statt, weil ihn manche wünschen, weil, wir haben das jetzt in der Diskussion mehrmals besprochen, wenn man es nicht wollte, könnte man es abstellen. Sie, Australien beispielsweise, auch und nur so nebenher. Warum ich auch doch einigermaßen solide argumentieren kann, dass das gewollt ist, das sehe ich auch darin bestätigt. Sie sicher auch wir haben eine öffentliche Statistikanstalt, Statistik Austria in unserem Fall, die jedes Jahr Prognosen veröffentlicht. Als ich in die Schule ging oder als ich sie abgeschlossen habe, waren wir 7 Millionen Österreicher und seither ist die Geburtenrate ungefähr seit 70, wie auch bei Ihnen, die Geburtenrate unter, das sagt die Demografie, so unter das sogenannte Bestanderhaltungsniveau gefallen. Wir müssen also schrumpfen. Stattdessen wachsen wir, ausschließlich durch Zuwanderung. Jetzt sind wir 8 Millionen. Und jetzt hat also im November die neue Prognose gegeben, das war übrigens besonders eigentlich bekannt, weil es auf dem Höhepunkt dieses Ansturms war. Und da hat die Statistik Austria uns darüber berichtet, Gott sei Dank kommen also dieses Jahr mehr als wir erwartet haben. Das ist jetzt sehr erfreulich, weil wir können den Altersquotienten, also die Berufstätigen und die Pensionisten, dieses Verhältnis, was so entscheidend ist für den Sozialstaat, noch länger auf diesem Niveau halten, nämlich nicht nur bis 2020, sondern bis 2024. Und das verschafft uns Luft und im Jahr 2050 haben wir dann, also 1970 haben wir mit 7 Millionen Österreichern angefangen, ne? Haben wir dann 9 Millionen Österreicher. Also die offizielle Statistikanzahl, Anstalt geht davon aus, dass sich dieser Prozess der wundersamen Österreicher Vermehrung trotz Geburtenrate von 1,3 einfach locker fortsetzt. Das heißt, die wissen, die Auftraggeber dieser Umfrage sind natürlich offizielle Stellen, die wissen, dass diese Politik fortgesetzt wird. Punkt. Und danach sind die Berechnungen ausgerichtet. Ja. Die AfD hat sich ja in diesem Jahr, im Mai, auf dem Bundesparteitag ein Parteiprogramm gegeben. Damit ist sie auch hart mit der EU ins Gericht gegangen. Und ist der Auffassung, dass die EU auch eine gewisse Abschaffung der Nationalstaaten früher oder später bedingt. Um wieder mehr Subsidiarität und Souveränität herzustellen, lautet der Vorschlag im Parteiprogramm, dass man wieder einen loseren Staatenbund nach dem Vorbild des alten EWR an die Stelle der EU setzen möchte. Was halten Sie von dieser Idee, beziehungsweise was finden Sie daran gut, was nicht so gut und wie realisierbar erscheint Ihnen das? Dieser Vorschlag, den Sie da sagen, der erinnert mich an den, dass man einen Schritt zurück machen sollte in Bezug auf den Euro. Das halte ich für vernünftig. Wenn man merkt, dass eine Entwicklung in eine falsche Richtung gegangen ist, oder einfach schlicht auf einen Weg geht, das merkt man mal als Vorstand, dreht man um bis dorthin, wo man falsch abgebogen ist und versucht, die richtige Abzweigung zu erwischen. Und ohne jeden Zweifel ist also, also es ist auch so, dass in bestimmten Bereichen der Zentralismus nicht annähernd das gebracht hat, was die ihn einführen wollten oder eingeführt haben, damit bezwecken wollten. Und diese Entwicklung ist natürlich zu korrigieren und welche Bereiche man bis zu welchem Punkt zurücknimmt, das müssen jene, die besonders mit diesen einzelnen Politikfeldern befasst sind, sagen, weil die Idee finde ich hervorragend. Das ist eine maßvolle, realistische Idee, die jedenfalls verwirklichbar ist. Ja, hallo.
und es, der Herr Schäuble wurde ja eben schon mal erwähnt, und ich möchte da noch zwei andere Namen nennen, nämlich den Herrn de Maizière und die Frau von der Leyen. Die haben ja jetzt am Wochenende an einem speziellen Meeting teilgenommen, nennt sich Bilderberger Konferenz. Und da wollte ich mal hören, was Sie zu diesem Treffen halten, was Sie davon haben. Ja, da sprechen sich also die Mächtigen ab, und erstaunlicherweise sind das nicht immer die, die man dafür hält. Wenn ich mir überlege, wer aus Österreich dort teilnimmt, dann ist das sehr überraschend. Ein ehemaliger Minister, ein Minister aus den 90er Jahren, ein junger Banker, den Sie hier glaube ich auch kennen, weil er Karstadt gekauft hat. Meine Banker, ein Clubobmann, der in Österreich mäßig wirksam ist. Ja, aber offenkundig treffen sich hier mächtige Leute und besprechen grundsätzlich große Linien, würde ich sagen. Ja, ich war noch nie dort eingeladen. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Die ganze Zeit ist hier die Rede von souveränen Nationalstaaten, und meines Erachtens nach ist Deutschland kein souveräner Nationalstaat. Also die Lage zwischen, also Österreich ist mit Sicherheit einer, aber Deutschland nicht, da ist die Lage eine ganz andere. Und ich befürchte, dass wir seit 1990, als wir uns eingelassen haben auf diese Wiedervereinigungsgeschichte, schlechter dastehen als vorher, was unser Staatsgebiet angeht, was ja nur als Präambel im Grundgesetz angegeben ist, und nicht wie vorher die einzelnen Länder, die im Bundesgebiet waren. Also ich glaube, dass fast die einzige Chance für Deutschland das Aufgehen in der EU ist, weil wir nicht souverän sind, sondern ein besetztes Land sind, immer noch, nach 70 Jahren. Das ist auch die Argumentation, die immer wieder seitens der politischen Klasse geführt wird. Aber wie gesagt, es gibt immer Alternativen. Man könnte auch versuchen, in maßvollen, realistischen, klugen, geschickten, langwierigen 10 Verhandlungen an seiner Souveränität zu arbeiten. Wenn es schwierig ist, sie zu bekommen, das ist so, wenn es sein kann, dass Nationen miteinander in Krieg geraten, halte ich es nicht für eine Lösung, die Nationen abzuschaffen und zu eliminieren. Ich halte es für wichtiger, daran zu arbeiten, dass das Miteinander vernünftigen Regeln folgen kann. Aber es ist hier eine interessante Meinung, die Sie äußern, die ich auch immer wieder zwischen den Zeilen manchmal auch deutlich ausgesprochen, zum Beispiel von Schäuble, von bundesdeutschen Politikern, vernehmen kann. Auf. Man muss ja erkennen, dass die ganze Schieflage in Europa deswegen entstand und immer weitergeführt wird, weil der deutsche Geldbeutel für die ganzen schlechten Ideen anderer Leute offen ist. Ja? Und dass Europa, insofern gibt es auch sehr bedingt nur einen zurück zur, ich glaube, EWG war gemeint, nicht EWR, weil von Anfang an mit der Konferenz von Schleser die Italiener und die Franzosen dafür gesorgt haben, dass das Ganze im Agrarbereich zur Transfergeschichte wird, und da wurde immer mehr draufgesammelt, bis hin zur Euro-Geschichte und Bankenrettung, was nicht alles geschieht. Ja. Also Deutschland ist hier der Kernpunkt für das Ganze. Und während ich mir für Österreich jetzt nicht so große Sorgen mache, weil ich wünsche auch alles Gute zur Anfechtung der Präsidentenwahl, ja, dass dann vielleicht doch noch 50 plus wird, wenn nicht dann in 2 Jahren vielleicht ein Kanzler Strache da mal übernehmen kann oder in der Koalition das bewirkt. Ich sehe 50% für Ihre Partei, für konservative, für vernünftige Kräfte in Österreich möglich, weil die Identität und politische Struktur nicht so zerstört ist wie in Deutschland. Wenn wir hier froh sein müssen, wenn wir unsere 15% in den westlichen Bundesländern halten können und vielleicht sogar noch ein bisschen steigern können. Deswegen jetzt auch nicht ganz nur im Scherz gemeint, aber falls auch das bei uns hier im nächsten Jahr mal wieder nicht ausreichen sollte, dafür aber in Österreich, sehe ich als kleinste Lösung
vielleicht, und da frage ich es auch in Ihrer Einstellung, die kleinste Lösung wäre ja so ein mitteleuropäischer Verbund, ja, so wie auch allein im Währungsbereich ein D-Mark-Block da war zwischen D-Mark, österreichischen Schillingen, niederländischen Gulden und so weiter, diese fünf Währungen, also in der wirtschaftlichen Geschichte kann man das schon machen, aber ein minimal, nennen wir es mal, Beitritt, aber diesmal umgekehrt, Deutschland zu einem reformierten Österreich. Und wir wissen ja, weder der Dollfuß noch der Schussschnick waren die Schickebrüder. Ja? Also in diesem Sinne wäre das die Minimallösung, die wir im Hinterkopf ja noch haben könnten. Und vielleicht wäre es ja nicht nur Deutschland und Österreich, was eine Absage an dieser zentralistischen, hauptsächlich in französischen Interesse stehen und EU ist und es kommt noch ein paar andere. Vielen Dank. Ich sehe mich eigentlich aufgerufen, um kurz zu sprechen, weil ich da eigentlich will sprechen. Ich sehe es nicht als Lösung einfach in der EU. Also ich sehe es nicht als Lösung an, einfach in der EU aufzugehen. Ich halte es allerdings für wichtig, dass wir versuchen zumindest, oder uns anstrengen, eine souveräne Regierung zu schaffen, die tatsächlich die Interessen des deutschen Volkes im Auge hat. Natürlich auch die Interessen unserer Nachbarstaaten. Aber ich sehe eine Gleichheit unter gleich starken Brüdern, die sich gegenseitig respektieren, besser als so einen herbeigeführten künstlichen Einheitsmischmasch, der, wenn die Leute sich Zeit nehmen würden, vielleicht in 1000 Jahren von alleine existiert. Aber das wäre ein langsames Aufeinanderzugehen und das hier ist eine gewollte und in meinen Augen mit Gewalt herbeigeführte Geschichte, die nicht gut enden kann. Muss ich so sagen. Ja. Genau, selbst wenn hier der Wunsch herrschen würde, anstatt zu versuchen, zu Souveränität wieder zu gewinnen, also quasi in der EU aufzugehen und dann ist niemand souverän, das würde es nicht spielen, das machen nicht die Franzosen, das machen nicht die Briten, das macht keiner. Die wollen alle ihre Souveränität oder ihre Identität bewahren, die sind alle verfallen mit diesen supranationalen Strategien. Können Sie sich vorstellen, dass es in Polen eine Mehrheit dafür geben könnte, dass Polen in der EU aufgeht? Nie und nimmer. Also dieser Wunsch, den man in Deutschland natürlich hört, der kann schon deswegen nicht Erfüllung gehen, weil die anderen das nicht wollen. Es wird nichts anderes übrig bleiben. Es, wie gesagt, mit zehn langjährigen, vernünftigen, maßvollen, mit einer maßvollen Politik zu versuchen, die Souveränität doch wieder zu bekommen. Ich glaube nicht, dass es einen anderen Weg geben kann. Und was war noch? Ja, es hat mir am Schluss gesagt, ja, genau, so ist es. Das weiß ich nicht, ob das Guten Abend, Frau Rosenkranz. Ich habe eine Frage an Sie. Sie hatten gerade immer wieder sehr schön den Begriff der gemeinsamen Identität betont. Leider ist es hier in Deutschland oder beziehungsweise wird eher die Idee vertreten, dass eine gemeinsame Identität eher anthropologische Gründe zum Zusammenhang oder zugrunde liegend hat. Während in Österreich eher die Idee des Ethnopluralismus vertreten wird und daher die Identität oder überhaupt das Berufen auf die gemeinsame Identität wesentlich stärker zum Tragen kommt. Darf ich Sie persönlich fragen, wie Sie die Identität, die gemeinsame, definieren, persönlich für das österreichische Volk? Es gibt also, Sie fragen, was eine Nation ist im Grunde, ne? Wenn aus Ihrer Sicht, weil wir in Deutschland herrschen. Naja, dafür gibt also viele Gelehrte aus verschiedenen Fächern mit den verschiedensten Definitionen. Ich nehme vielleicht am besten die aus der UNO-Charta, wo auf die erlebte Gemeinsamkeit abgestellt ist. Wenn eine bestimmte Gruppe miteinander lebt und sagt, so würden wir gerne fortsetzen, dann ist das eine gute Grundlage für einen gemeinsamen Staat. Ist sie denn auf Herkunft begründet, zum Beispiel auf gemeinsame Werte, Traditionen? Ich habe Ihnen gesagt, es gibt die verschiedensten Definitionen, aber ich für mich denke, also sehr pragmatisch und vor allem an der Praxis bezogen ist jene Definition, die auch also der UNO-Charta zugrunde liegt. Wenn sich eine Gruppe als Gruppe fühlt, sich als gemeinsame, als Kollektiv erlebt
und sagt, also, das tun wir jetzt, das sind wir jetzt, und wir würden diesen, so wie Orban das vor kurzem gesagt hat, ich würde, wir haben vor 1000 Jahren einen Weg begonnen, wie Stefan da das Leben genommen hat, und da sind wir jetzt miteinander und wir würden diesen Weg gerne fortsetzen, dann halte ich das für eine sehr moderne, sehr pragmatische und vor allem praktisch taugliche Definition von Identität und Nation. Danke. Ja, wenn wir nun alle etwas erschöpft sind von dem vielen Nachdenken, dann möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Frau Rosenkranz, für den interessanten, spannenden Vortrag, für die vielen Fragen, die Sie beantwortet haben. Dem Publikum möchte ich auch noch für die spannenden Fragen danken. Und dann hoffe ich, dass wir bei einem kleinen Kölsch noch ein wenig mit Ihnen rechnen können und mit Ihrem Gemahl und vielleicht in kleinen Gruppen noch ein paar Dinge erörtern können. Sie wollten noch auf Ihr Buch aufmerksam machen. Möchten Sie das machen? Ich wollte nur sagen, dass dieses Buch hier auch käuflich zu erwerben ist, obwohl das so peinlich ist, wenn ich das sage, um 15 Euro. Das sind zwei Bücher. Das andere ist ein älteres, was aber, ja, ich war, denke ich, nochmal einer der sehr frühen, der wie über Gender Mainstreaming geschrieben hat und aus dem Jahr 2008, denke ich, immer noch ganz gut zu lesen. Beschreibe ich, wie das Ding von ganz oben nach ganz unten durchgelaufen ist und was es eigentlich bezweckt und in welcher grundsätzlichen, eigentlich philosophischen Richtung es vor allem ganz gut zu lösen ist.